Sie Lords und Sie Ladies, wir haben wieder Ostwochen und neben Vita Cola gibt's noch eine ganze Menge andere Geschmacksrichtungen. Ja, wie komme ich drauf? Ich hatte schon mal eine Vita Cola getestet und zwar mit so einem Zitrusgeschmack. Fand ich so, sagen wir mal, mittel. Wenn ich das Video finde, verlinke ich euch das hier. Und deswegen dachte ich mir, gehst du mal in den Supermarkt, guckst du mal, ob du da noch was anderes findest. Und Tatsache, ehemaliges Zonenrandgebiet, in dem ich wohne, hier gibt's die ganze Palette an Vita-Getränken. Diese Limos kommen ihres Zeichens aus Thüringen. Und was passt besser dazu, als ein schöner kommunistischer Rum von der Insel Kuba. Jo, und damit werde ich mal diese 5 Sorten hier vermixen. So, wird alles ein bisschen eng hier auf der Theke, aber egal, ich glaube, wir kriegen das hin. Und ich werde mich mal vortesten. Von hier links mit dem ganz normalen Vita Zitrone bis rechts zu Cola, weil die hat am meisten Geschmack, Wurms, ne? Also, fangen wir mal an damit. 1 cl Rum habe ich hier vorne in den Gläsern und noch ein bisschen Eis. Machen wir eine typische Mische. 1:3, 1:4, Pi mal Auge, was ich hier so in den Messbecher hier reinbekomme. Zap, jawohl. Und dann werden wir einfach mal schauen. Uha, das wird lustig. Komm mal her. Zack. Einmal showwinken. Ja, kubanisch und zitronig. Lecker. Mal gucken, also Geruch schon mal großartig. Ich sag mal Prost. Ah, boah. Kannst du machen, nicht zu zitronig, nicht so sprightig, ehrlich gesagt. Hat einen schönen, sanften, zitronigen Geschmack, schmeckt damit wunderbar. Also, ich bin gerade so ein bisschen begeistert von dem Mischergebnis. Als nächstes, Vita Orange. Mal gucken, könnte auch passen mit dem Kubaner. Oha. So, ihr seht, voll mit Blubber. Und wieder 4 cl, die da reinwandern. Jawohl. So. Und mal schauen, was der so kann. Also Rum mit Orange, auch eine schöne Sache. Prösterchen. Oh, das... Also riecht schon ein bisschen künstlich, ne? Könnte aber harmonieren mit Rum. Mal gucken. Joa. Ja. Also, schlimm ist es nicht, aber auch nicht richtig gut. Ja, kannst du machen, aber irgendwie, ja, bisschen künstlich. Weiß nicht. Also, ne. Kommt bei mir nicht so gut. Aber vielleicht kriegen wir hier bei Vita Karibik ja mal ein bisschen was hin. Mit extra Fruchtkick. Pass auf. Orangen-Guaven-Limonade. Oh, Guave ist schon ein Brett, ne? Gut, muss man mögen, aber ich finde Guave extrem lecker. Sehr, sehr schön fruchtig. Und auch so ein bisschen karibisch. So. Guave sagen die. Na, dann mal gucken. Immer noch schön fruchtig. Ich sag mal Prost. Ja, guavig. Also für den Sommerdrink ganz geil. Mal gucken. Also Tatsache, 8,8 Gramm Zucker ist hier drin, in den anderen ist ein bisschen mehr. Hier Orange hat 9,9 Gramm Zucker, 9,7. Siehste, habe ich mich gefragt, ne? So, dieser leichte Kick, diese leichte Kante von dem Rum wird hier nämlich nicht so ganz wegradiert oder sagen wir mal übertüncht. Also, hast du schon gemerkt, dass da ein bisschen weniger Zucker drin ist, aber durchaus peppiges Getränk. Also für den Sommer? Kannst du gut haben. Freunde, Vita Karibik.
Bin mal gespannt, was den Vita Brasil kann. Citrus Mix Limonade. Was auch immer. Mal gucken, gleich hier mal auf. Oh ja. 11 Gramm Zucker, also mehr als die Kollegen. Citrus Mix Limonade. Na, was für eine Zitrusfrüchte mixen wir denn da? Hm? Aber Limette? Könnte sein. Also, schauen wir erstmal. Sagt uns der Hersteller irgendwas? Natürlich Mineral, bla. Mandarinensaft, Zitronensäure, Orangensaft, Grapefruit. Gucke, Limetten und Zitronensäure. Also, da ist alles drin, Freunde. Alles, was irgendwie der Familie Zitrusfrucht angehört, ist in dieser Flasche hier zusammengekommen. Mal gucken. Also kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie schmeckt. Boah. Auf jeden Fall. Also das hätte auch Karibik draufschreiben können. Das hätte auch gepasst. Aber, Freunde, Vita Brasil. Auf euer Wohl. Boah. Mhm. Ja. Bei Kiri würde ich sagen. Also super. Als Alternative, Freunde, ist auch genügend Zucker drin. Vita Brasil ist sozusagen die Überraschung des Tages. Einer muss noch. Ja. Also wenn ihr das kriegen könnt, auf jeden Fall, macht das mal. Es fällt sogar noch ein Tickchen. Mal querkosten hier, ob das besser ist als Vita Zitrone. Zitrone geht tatsächlich, das so eher so Richtung Daiquiri und das ist einfach lecker. Ne? Lassen wir es dabei bewenden, einfach lecker. So, Klassiker. Vita Cola pur. Ich bin gespannt. Wie gesagt, zu dem wurde mir geraten, ist besser als diese Vita Cola Citrus Nummer. Und auch hier wieder Mischungsverhältnis 1:4. Gucken, bummelig. 1 zu 4, kommt da rein. Zapp. Ja, Cola, ne? Ha, kannst nichts falsch machen. Was soll da schief gehen? Und jetzt gucken wir nochmal auf den Zuckergehalt hier. Auch mit lustigen 11 Gramm pro Liter. Ja, also die sind ebenbürtig. Die beiden hier. Und der liegt irgendwo dazwischen. Aber Rum-Cola. Rum-Vita-Cola. Prost. Tatsache ist sehr süß. Also auch so ein bisschen knackige Kante da drin. Sag mal, ja. Also für eine Party reicht's, würde ich sagen. Ganz in Ordnung. Aber meine Favoriten, wie ihr eventuell mitbekommen habt, Vita Brasil und Vita Zitrone. Mit einem Unterschied von bummelig 1 Gramm Zucker pro Liter. Freunde, also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der riesen Zitronen-Fan. Aber die kannst du mit Rum durchaus vermischen. Vita Cola, ja, so mittel. Ne? Also Schlusslichter ist eher so Vita Orange hier. Vita Karibik ist... mal hier auch nebenbei testen. Guave fand ich gar nicht so blöd. Erstmal Guave. Ja, sehr fruchtig. Sehr brasilianisch hier. Der Freunde, also, das ist eher so ein wirklich tropisches Ding. Also wenn ihr auf so Tropical, hast du nicht gesehen, steht... Caribbean. Und also Brasil und Zitrone ist eher was Ehrliches. Ne? Und dazwischen dann Vita Cola, Orange. Ja, will ich ziemlich weit hinten sehen. Kann ich gerne noch mal probieren, ob sich da irgendwas getan hat an meiner Meinung. Ne. Also, tut mir leid. Wie gesagt, persönliche Meinung, persönliches Empfinden.
Aber nein. Kann ich nicht drauf. Ja. Ich hoffe, euch gefallen auch solche Tests. Mit dem Rum, den ihr auch mal sonst im Supermarkt oder wo auch immer erwerben könnt. Dafür aber, ja, ich weiß, kriegt ihr auch nicht überall, ne? Vita Cola oder Vita, wie auch immer, Getränke ist eher so im Osten des Landes oder in der, ja, quasi Grenzregion gibt es ja nicht mehr. Da, wo die neuen Bundesländer auf die alten Bundesländer treffen, sag ich mal, da kriegst du das vielleicht noch. Ich bin hier in Schleswig-Holstein und, ja, 5 Kilometer entfernt haben wir da auch schon MacPom, aber das hier kriegst du trotzdem. Mal links, mal rechts gucken. Wenn ihr solche Tests mögt, schreibt es mir doch gerne runter, gebt gerne einen Daumen hoch, aber auf jeden Fall einen Kommentar. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, bitte, wenn ihr solche Tests mögt oder auch noch mehr über Rum wissen wollt, dann drückt doch gerne auf Abonnieren, wenn ihr das nicht schon getan habt. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Drink.